Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. In der letzten Folge habe ich noch davon angemerkt, dass ich bei meiner Abmod schon wie eine kaputte Schallplatte klinge. Aber bei der Anmod ist es ja nicht viel besser. Klinge ich auch wie eine kaputte Schallplatte. Molden. Du hast dich ja darum gekümmert, den Schlamm fortzuwaschen. Denn dir sind wir gerettet. Jetzt bin ich an der Reihe, Lorbeeren einzuheimsen. Ich mache mich auf den Weg, um Wasserfrüchte zu besorgen. Jona macht sich Sorgen um mich, aber Äußerlichkeiten können täuschen. Ich war früher als Lanzenmeister weithin bekannt. Nun ist es in der Zeit, der Welt zu zeigen, dass der Meister noch nicht rostig ist. Mein Rücken macht das mit, bestimmt. Fuga, dich kenne ich auch. Ich glaube, das war sogar der Dude, der auf dem Turm war damals. Meine Güte, wenn wir nicht alles sauber kriegen, gelangt der Schlamm ins Wasser und verteilt sich überall. Und wer sich damit die Kiemen verkleistert, wird schwer krank. Ich muss mir die größte Mühe geben, damit die Kinder im Dorf gesund bleiben. Sie sollen wohlbehütet so alt werden, dass sie anfangen, Zo zu sagen. Zo? Es ist nur ein Witz, weil die meisten Zoras, die über 100 Jahre alt sind, die Silbe so nicht aussprechen können. Was sind die Breath of the Wild so, dass sie einfach nur so alt sind, dass sie noch quasi so eine alte, ich hätte jetzt fast gesagt, eine alte Ra Rechtssprache haben, Rechtssprache, Rechtschreibung haben und dementsprechend auch noch eine alte Aussprache und so ein alter Dialekt. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es genetisch so ist. War wohl etwas schwer verständlich. Ich sollte das mit den Witzen vielleicht lassen. Ich habe es verstanden, aber Link halt nicht. Ich bin mal sehr froh, dass man an den Namenseinblendungen sehen kann, wie man schon gesprochen hat. Was ist denn jetzt hier unten eigentlich, wo der Schrein weg ist? Nichts mehr. Hier spult Lotus und dann ist gut. Lieber Sasan, wie geht es dir? Das kann ich ihm wohl schlecht schreiben. Was, wenn es ihm nicht gut geht? Lieber Sasan, lebst du noch? Das wäre etwas unhöflich, wenn es ihn erwischt hat. Oh, du kennst ihn? Ach, ich habe den Namen ja selbst gerade erwähnt. Sasan ist mein bester Freund. Er ist Hylianer und arbeitet als Kaufmann. Eigentlich waren wir verabredet. Er wollte mich hier im Dorf der Soras besuchen kommen. Ich hatte mich schon darauf gefreut, meinen Kumpel wiederzusehen. Aber der abgemachte Tag ist verstrichen und er ist immer noch nicht gekommen. Und deshalb will ich ihm jetzt einen Brief schreiben. So ohne Quest wird er wahrscheinlich auch nichts. So nach dem Motto. Also ich könnte jetzt natürlich nach Sasan latschen und mit ihm jetzt nochmal quatschen, aber ich glaube, wie gesagt, ohne Quest wird da kein Dialog entstehen. Oh, ein Kunde. Willkommen im Marottmarkt. Ich werde dir all unsere Dienstleistungen erklären. Da wäre zuerst einmal der Krämerladen Korallenriff. Er hat sogar in der jetzigen Situation geöffnet. Und dann gibt es noch unsere Schmiede Hammerhai, unser ganzer Stolz. Leider ist sie im Moment geschlossen. Und zu guter Letzt hätten wir dort noch die Bibliothek, wo Amol alte Schriften entziffert. Nicht falsch verstehen, sie hat nichts zu verkaufen oder so, sondern ist königliche Sekretärin. Ich zeige den Kunden alles, was der Marottmarkt zu bieten hat. Aber wegen des Schlamms kommt niemand mehr zu uns. In letzter Zeit kreisen meine Gedanken immer nur um den Schlamm. Also, ich habe ein Lied darüber, über den Schlamm geschrieben. Möchtest du es mal hören? Klar. Dann hör bitte zu. Text geschrieben von Maron. Marot. Musik geschrieben von Marot. Gesungen von. Richtig, mir, Marot.
Beziehungsweise mal rot. Fällt mir gerade auf, ist ja kein Doppel-T. Schlamm, die da, Schlamm bedeckt das Dorf. Überall richtig dick und patschig. Ihm schlammig, Flossen matschig. Selbst der Text versinkt im Schlamm. Da hilft uns auch kein Schlamm. Schwamm. Prima. Jetzt, wo du mein Lied gehört hast, geht es mir besser. Oh, und dir geht es dafür schlechter? Das täte mir leid. Mir auch. Mir auch. Ja, hi. Was hat er gesagt? Achso. Egal, wie viel Stuff wir haben, es ist irgendwie zu wenig. Also der Unterschied in den Zahlen ist ja auch echt hart. Aber für Kohle kann man Griox tatsächlich ziemlich gut farmen. Man kriegt ja immer so 2 bis 3 pro Griox. Wenn man den da plättet, ist das schon ein ordentlicher Plus. Ordentliches Plusgeschäft. Wobei im Vergleich zu einem Rock, einem Biwarock oder so, die noch einfacher zu besiegen sind und noch mehr Edelsteine droppen, die teurer sind. Ja, ja. Leuen sind auch nicht gerade schwierig, aber da kriegt man immer nur einen für von. Das Massivhorn wirkt ja eher wie ein Hammer, ne? Also theoretisch könnte man sich da auch mal ein paar Sachen von dran bappen. So, aber ansonsten haben wir ja eigentlich nichts großartig zu verkaufen. Wir haben auch noch genug Knote. Knete, nicht Knote. Dieses Dokument sieht so aus, als wäre es relativ neu. Zumindest nicht alt genug für meine Zwecke. Ich muss mir ältere Texte ansehen, wenn ich etwas über das Himmelsland erfahren will, nachdem Prinz Sidon sucht. Ich grüße dich, Link. Sag, konntest du bereits mit Jona sprechen? Sie versucht derzeit mit allem Eifer... Ah! Ich habe was für dich, entsprechend. Ja, okay. Die du einst trugst. Die Sora-Rüstung wurde auch dir als Hylianer gestattet, Wasserfälle zu erklimmen, wie wir Sora. Sie würde es dir ungemein erleichtern, diese Gegend nach Belieben zu erkunden. Vielleicht solltest du dir das Krankenbad... Vielleicht solltest du mal das Krankenbad besuchen und schauen, ob du dort nicht irgendwo Jona findest. Ich habe irgendwie voll vercheckt, dass das die Hauptquest war und hätte vielleicht mit allen anderen vorher mal reden sollen. Ich glaube, ich habe ein paar Dialoge verpennt. Weil nachdem wir mit Jona ja gesprochen haben, haben sich die Leute auch umpositioniert. Ungünstig. Nenne ich es mal. Ja, ich muss immer seufzen. Ich kann nicht anders. Seit Ewigkeiten starre ich den Thronsaal an. Beschütze ich den Thronsaal. Aber ich habe Sidon lange nicht gesehen. Ich weiß, dass er an Mifas Stätte Wichtiges zu tun hat. Aber es wäre mir sogar egal, wie Schlamm warten zu müssen, wenn ich ihn dafür nur eine Sekunde sehen könnte. Vanelli war am Leben. Jetzt habe ich Angst um Dorifan. Aber wie kann ein mehrere Jahrhunderte alter Sora, kann er jetzt in den letzten 6 Jahren nicht gestorben sein, in denen wir halt gar nicht da waren? Das ist ja Quark. Als abschließender Kommentar niedergeschrieben von Prinz Sidon. Mir, Sidon, wurde die ehrenvolle Aufgabe übertragen, die verwitterten Sora-Gedenksteine neu zu gestalten. Na gut, wenn die Originale niedergeschrieben sind von mir aus, aber ich find's trotzdem Quatsch.
Rund um das Dorf der Sora gibt es 11 dieser Steine. Und ihr, werter Leser, steht gerade vor einem davon, also noch 10. Eine Neugestaltung der Steine bedeutet, dass die Worte meines Vaters, des Königs Dorifan, verschwinden. Ach so, so alt waren die dann entsprechend gar nicht. Einige rümpften die Nase, dass ein Jungspund wie ich nun die ehrwürdigen Worte meines Vaters auslösche. Doch es war ja niemand anders als König Dorifan selbst, der mir den Auftrag dazu gab. Mein Vater betonte stets, dass meine Abstammung von ihm nicht zwangsläufig bedeutet, dass ich ihm nachfolgen könne. Aber ob ich zu königlichen Weihen geeignet bin, kann man schlecht in den Himmel fragen, nur das Volk. So hieß er mich denn, meine innersten Gefühle und Überzeugungen für alle sichtbar auf diesen Steinen zu offenbaren. Gehorsam habe ich nun die 11 Steine beschriftet. Der Rat meines Vaters half mir über meine Unsicherheiten hinweg. Ich weiß nicht, wie viele Leser diese Worte finden werden, aber ich hoffe, sie vermitteln ein Bild meiner Gedankenwelt. Bis in vielen hundert Jahren mein Nachfolger sie überschreibt, mögen meine Gedanken jedermann offenbart sein. Ja, in der Tat. Dion ist ja selber auch schon über 100 Jahre alt. Das darf man ja nicht vergessen. Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, so in etwa 112. Also, oder 115 irgendwie so. Ich gehe jetzt gerade zwischen Breath of the Wild und Tears of the Kingdom so von 6 Jahren aus. So Baby Tolin und Tolin jetzt zum Beispiel, oder Matilda. Wer war denn nochmal Pachira? Egal. Matilda ist ja, muss ja geboren werden und auch 6 Jahre, wobei 6 Jahre ist schon jetzt zu wenig. Geboren werden und 6 Jahre, dann müssten wir jetzt mindestens 7 sein. Also vielleicht sogar 8. Weil die Matilda auch erst 5 Jahre alt. Und die Hylianer sind alle schon super smarte Kinder. Keine Ahnung. Muss man natürlich noch abschätzen, die Orni-Kinder, die sind ja jetzt auch alle größer geworden. Aber die sind noch nicht erwachsen. Das heißt, wie alt waren die Orni-Kinder? Und wie alt sind sie jetzt? Ich kann mir so vorstellen, dass die Orni-Kinder auch so 6, 8 Jahre alt waren. Und jetzt sind sie Teenies. Da sind wir auch wieder bei 6, 7 Jahren. Also 6 plus 7 wären 13, 6 plus 8 wären 14. Das kommt alles gut hin. So passt. Was tatsächlich sehr unpassend sind Link und Zelda, die quasi nicht gealtert sind. Ne? Aber sei mal so hingestellt, die sind halt durch mystische Kräfte und wahrscheinlich ist Link so ein Ding, der hat jetzt ewige Jugend. Aber nicht Unsterblichkeit erlangt durch hier Dingens. Öffne die Augen, Link. Versteht ihr? Also, dass er quasi im Schlaf der Erneuerung, ich habe den Namen vergessen, aber ihr wisst, was ich meine. Quasi ewige Jugend erlangt hat, nicht altert, aber quasi so nach 60 Jahren, dann ist Sense. Meine Nase, Mann. Ja, weil ihn, genau wie den Avatar, holt Link halt auch sein 100-jähriger Schlaf ein. Erstaunliche Parallelen. Dafür, dass die Japaner den Avatar gar nicht so cool fanden. Also, eher in Japan kam ein Avatar damals durchschnittlich an. Habe ich zumindest gelesen. Aber versteht ihr, was ich meine? Also die 100 Jahre, die deswegen. Egal. So tief wollte ich gar nicht in die Lore. Ich wollte einfach nur mal kurz ein bisschen meine Ideen einfließen lassen. Aber wie viel Kram ich mir zusammengespinnt habe damals in Breath of the Wild. Weil von dem ich in den größten Teilen Nase immer noch sehr überzeugt bin. Ich finde es immer noch krass, dass dieses Ding da, also ihr, dafür sorgt, dass dieses Ding hier juckt. Das ist so komplett seltsam. Aber ich kann es mir nicht anders erklären, warum meine Nase juckt gerade.
Wenn wir schon mal hier sind. Ich muss tatsächlich mal einen neuen Spielstand anfangen, um zu gucken, wie viele maximale Herzen das sind. Theoretisch haben wir doch. Egal. Vetogan. Oh, hallo du. Bist du gekommen, Prinz Sidon zu sehen? Falls du auf der Suche nach Prinz Sidon bist, sollte an Mifas Stätte sein. Mifas Stätte ist auf dem Donnerhorn. Die Aussicht dort ist so toll, dass ich am liebsten niemanden davon erzählen will. Huch, aber ich hab gerade. Naja. Hallo Hyliana, wie ich hörte, möchtest du dir unser Dorf ansehen? Dann solltest du am besten mit König Dorifan sprechen, aber er untersucht gerade die Sache, oh Gott sei Dank, mit dem Schlamm. Keine Ahnung, wann er wieder hier sein wird. Stattdessen könntest du dich mit Jona unterhalten, die ist hinten im Krankenbad. Die behandelt dort alle, die durch den Schlamm in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sobald wir mit Jona im Krankenbad sprechen wollen, dass sie dann sagt, geht zuerst zu Sidon. Aber schadet ja nicht. Mal zu gucken, meine ich. Da sind sie immer noch, die Vogelnüsse. So, einmal alles absuchen. Ich frage mich, warum halt wirklich ausschließlich Ausdauerkrabben hier sind. Quatschen wir als nächstes mit den Kindern im Thronsaal. Erstmal bei der Wache hier. Ja, yeah. Zu langsam. Das dauert zu lange. Was denn? Ein Bericht über das Ergebnis. Was macht er nur? Auf der anderen Seite des Wasserfalls gibt es einen kleinen See, den Totosee. Die Klippe an seinem Ufer, die Klippen an seinem Ufer sind während des Kataklysmus herabgestürzt. Und nun Und man stelle sich das vor. Es kam eine alte Ruine zum Vorschein. Ich bin froh, dass Prinz Sidon den Gelehrten Giotto beauftragt hat, die Sache zu untersuchen. Aber der ist so damit beschäftigt, seine Flossen in die Ruine zu stecken, dass er uns keinen Bericht schickt. Ich verstehe ja, dass Gelehrte denken, ihre Arbeit sei zu ihrem Vergnügen da. Aber manchmal ist das äußerst lästig. Ah, tut mir leid, es bringt nichts, dir davon zu erzählen. Ach, Giotto hat wirklich ein Problem. Der gute Giotto. Was ein Schlawiner. So. Jetzt in dieser Folge auf jeden Fall Soras Domain soweit abschließen. Erkundungstechnisch. Och man, wie gemein. Hier ist ja keine Truhe mehr. Das Traurige dabei ist tatsächlich, dass wir, wenn wir Sidon halt getroffen haben und so, dass dann sich dann wahrscheinlich das Dorf nochmal wieder erneuert. Ich sage übrigens immer Soras Domain, weil es halt der Name
Ocarina of Time ist und aus irgendeinem Grund hat sich der in mein Hirn eingebrannt. Hier ist eigentlich nur das Dorf der Soras, aber Soras Domain ist halt, Soras Domäne ist halt auch irgendwie ein bisschen prunkvoller als Dorf der Soras. Ich meine, welcher Dorf hat einen scheiß König? Also kein scheiß König, aber einen König. Kein Dorf hat einen König. Das ist wieder so. Klar, Lorifan ist der König eines Volkes. Dieses Volk ist nur so groß, dass es in einem Dorf wohnt. Irgendwie traurig. Was hat es mit der Bewandtnis, dass hier einfach nur ein Stock ist? Habt ihr eigentlich auch so Bock drauf auf den Wassertempel? Also ich habe richtig Bock drauf. Auch nichts. Ich habe es erwartet, aber ich wollte zur Sicherheit nochmal nachgucken. So, okay. Ja. Gut, dann haben wir hier unten auf jeden Fall alles durch. Oben vorne. Dann reden wir jetzt mit den Kindern im Thronsaal. Das war mein König Dorifan lachen. Klang genau wie er. Die Leute denken bestimmt, er ist schon zurückgekehrt. Was ist los? Was los ist? Kurz gesagt, ha, ich bin lieber still. Ist ein großes Sora-Geheimnis. Okay. Helmbo, du kannst das voll gut. Klingt total nach König Dorifan. Und stopp, war es vielleicht doch ein Jo oder Hua? Ganz schön knifflig irgendwie. Mein Bruder tut nichts lieber, als König Dorifan zu spielen. Ich will mal hoffen, dass er dabei nicht mal was ausplappert, das er besser für sich behalten hätte. Wo König Dorifan ist, das ist ein riesen Geheimnis. Geheimer als geht es gar nicht. Darum frag gar nicht erst, denn aus mir kriegst du kein Blubberbläschen raus. Wusste ich gar nicht, dass er unter seinem Thron so. Okay. So. Aber wo ergibt das denn Sinn? Es muss das ja quasi da drin sein, das Wasser, oder? Ja, es ist im Zentrum. Sieht ja so aus, als wäre das mega tief, aber das ist ja gar nicht tief. So. Okay. Nee, das ist schon viel besser als gestern. Alles nur dank Jona. Wenn nur der Schlamm endlich versiegen würde. Ich verstehe. Heilmagie? Also, dass irgendein Wesen in Hyrule aktiv Magie einsetzt, sehen wir tatsächlich zum ersten Mal, oder? Tut mir leid, ich kann nicht. Seit ich den Schlamm berührt habe, geht's mir nicht so gut.
Der Schlamm, ich kann nichts tun. Die Arbeit hier im Krankenbad hat Jona und uns viel näher mit all den Zoras zusammengebracht, die hier wohnen. Es sind betrübliche Umstände, die ihr nun so unvermittelt die Leitung des ganzen Dorfes aufgebürdet haben. Doch es macht mich froh, dass Jona von allen so liebevoll akzeptiert wird. Schließlich soll sie ja den Prinzen höchstpersönlich heiraten. Da ist so etwas unheimlich wichtig. Das ist richtig. Dieser Schlamm ist einfach eklig. Dieser Schlamm sitzt so fest, wenn es den Patienten noch doch nur bald wieder besser gehen würde. Werte Jona, Link möchte mit euch sprechen. Oh, Link, da bist du ja. Ich hatte ja angedeutet, dass ich vielleicht noch etwas für dich tun kann. Es geht um deine Sora-Rüstung, die du hier im Dorf zur Reparatur abgegeben hattest. Sie ist fast wieder wie neu. Nur eine Kleinigkeit fehlt im Moment noch, um die Reparatur abzuschließen. Ich brauche die Schuppen eines Fisches namens Uralter Arowana. Die sollte ich haben. Leider ist es in letzter Zeit sehr rar geworden. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo man noch ein Exemplar finden könnte. Die Schuppen sind ein gängiges Material für Rüstung. Also kann dir der Schmied Dento vielleicht weiterhelfen. Du hast uns die Rüstung anvertraut. Nun benötigen wir zur Reparatur doch deine Hilfe. Das ist mir schon peinlich. Aber wenn du mir einen uralten Arowana besorgst, ist deine Rüstung nu fertig, versprochen. Mit der Sora-Rüstung könntest selbst du als Hylianer Wasserfälle hinaufschwimmen. Die Fähigkeit wäre dir auf deine Reise sicher von riesen Nutzen, stimmt's? Auch ein Hauptziel. Aber das... Ist das etwa ein uralter Arowana? Ein echter? Sag bloß, du hast bereits einen fangen können. Na klar. Ein uralter Arowana. Ich bin ja so froh. Mit diesem Fisch kann ich deine Sora-Rüstung endlich vollenden. Warte bitte kurz. Ich muss zu meinem Werkzeug. Wird überhaupt nicht lange dauern. Bitte sehr, wassertauglich und wie neu. Einwandfrei repariert. Nice. Die war aber vorher rosa. Bitte schön, nimm. Und unser aller Segen für deine künftigen Tätigkeiten begleite dich. Ich bin wirklich glücklich, dass mir die Reparatur gut gelungen ist. Die Rüstung ist wahrhaftig ein Schatz sondergleichen. Die Sora-Rüstung gestattet es Hylianern wie dir, Wasserfälle zu erklimmen. Natürlich weißt du das bereits selbst. Möge dir ihre Kraft auf der Suche nach ihrer Hoheit Prinzessin Zelda von Nutzen sein. Einen Schlammwasserfall kann man leider nicht hinaufschwimmen. Diesen Wasserfall solltest du mit deinen Fähigkeiten aber hochschwimmen können, Link. Auch wenn er etwas trüb ist. Ich hoffe, dass dir die Rüstung bei der Suche nach Prinzessin Zelda helfen kann. Hoffe ich auch. Ach so, das war noch nicht alles. Dann sag, wie ich dir helfen kann. Wie ist denn so die Lage im Dorf? Wir schlagen uns ganz gut, den Umständen entsprechend. Noch steckt Leben in unseren Gräten. Glücklicherweise lässt sich der Schlamm mit viel Wasser fortspülen. So können wir überleben, wenn auch unter Strapazen. Doch sowohl der Schlamm als auch die harte Arbeit kosten viel. Vielen von uns ihre letzten Kräfte. Die Lage ist ernst. Und da wir so geschwächt sind, kann keiner von uns den Ursprung dieses schrecklichen Schlamms ergründen. Darf ich denn sonst noch siedern? Amifas Städte, lalala. Na. Okay, da wiederholt sie aber nur das Gleiche nochmal. Oha! Als ich das letzte Mal auf die Uhr geguckt habe, war es noch gar nicht so lange her. Aber gut, jetzt haben wir in dieser Folge tatsächlich ziemlich gut jetzt Soras, das Dorf der Soras abgeschlossen. Haben alle Quests und so weiter gemacht, die wir
anfangs jetzt machen konnten. Und die ganze Folge an diesem Dorf verbracht. Was? Aber ja, da muss jetzt einen guten Zwischenstand erfahren können. Und ja, in der nächsten Folge würde ich sagen, gehen wir dann zu Mifas Stätte und treffen sie dann wieder. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Also. Seid gespannt und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Zelda-Time. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie... Ich brauche einen besseren Abmod. Das wird langsam, das wird echt repetitiv. Also, macht's gut. Tschüss.